Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays, der Aufstieg Graveinstanz. In der vergangenen Folge haben wir so ganz spontan und zufällig das Silo abgeschlossen und auch eingeweiht. Also letztendlich ist es jetzt auch, ja, nicht bis oben hin voll, aber auf jeden Fall bis zu einem bestimmten Punkt voll mit Stroh. Wunderbar. Das Ding abgehakt. Passt. Jetzt führt natürlich noch dieser Weg da hoch zur Treppe und generell, aber das ist Zeug, das würde ich erst machen, wenn wir den Platz letztendlich auch anfangen zu gestalten. Und bis dahin, ja, wir sind noch ein paar andere Dinge erforderlich. Zum Bleistift. Felder. Stelle. Schmiedebereich. Und Fragezeichen. Windmühle. Genau, die Windmühle steht nach wie vor noch in den Sternen, ob wir die wirklich setzen oder nicht. Da habe ich bisher noch keine Stellungnahme eurerseits zu. Ob wir die noch setzen wollen und wenn ja, wohin? Ist natürlich auch die Frage, weil hier jetzt so direkt nah dran würde es funktionieren, wenn wir da noch ein bisschen Wald wegnehmen. Ich meine, der ist wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange da, weil wir auch noch ein paar Felder setzen müssen. Und da oben drauf kann man eigentlich auch wunderbar irgendwas draufsetzen. Also, theoretisch, Platz genug haben wir. Aber jetzt, heute würde ich mich erstmal an einen Schmiedebereich ranwagen, beziehungsweise erstmal gucken, wo wir so eine kleine Scharmide vielleicht hinsetzen könnten. Also, ganz ehrlich, dieser Teil hier hinten, der bietet sich eigentlich wunderbar für ein Feld oder für eine Koppel, sag ich schon, für eine Weide an, für Tiere. Da wird noch ein bisschen geterraformt, also Bäume weg, Lavasee weg. Ja, Lavasee, eigentlich muss man die Lava behalten. Und damit irgendwelche Öfen befeuern oder was weiß ich nicht was. Nee, aber der Schmiedebereich sollte ich eigentlich trotzdem mal her. Ich hatte ja ursprünglich überlegt, ihn vielleicht irgendwie mit der Scheune zu verbinden. Dann könnte man nämlich hier einfach mal eine kleine Wand reinziehen und dann so ein Ding vielleicht ein bisschen erweitern. In die äußere Richtung kann man natürlich auch hier machen. Allerdings hat man hier etwas weniger Platz. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Und dennoch bin ich am überlegen, ob wir das vielleicht doch hier hin. Ja, wobei, dann haben wir natürlich auch diesen Zugang hier nicht mehr, beziehungsweise diesen Durchgang nicht mehr ordentlich. Na ja, gut. Der Baum hier muss ohnehin weg. Schön, dass es noch nachtropft. Dir ist schon klar, dass du nicht mehr da bist, ja? Gut. So, Hokus Pokus, Baumus Vekus. Könnte man den Schmiedebereich vielleicht doch hier hinsetzen, aber nicht direkt da vorne, sondern eigentlich eher, sondern mehr so in die Mitte, also hier in diesem Bereich so ungefähr. Das wäre dann sogar ziemlich mittig. Spricht da so an sich erstmal nicht dagegen. Dann müssen wir ja, denke ich, wirklich nochmal die Schaufel auspacken. Ja, nee, das passt irgendwie trotzdem nicht. Wo setzen wir das Ding jetzt hin? Naja, was man auf jeden Fall darunter setzen kann, das werden wir jetzt auch gleich direkt mal tun, bevor ich das nämlich wieder vergesse. Heißt aber auch, dass wir hier das eine Fenster. Wobei. Das Fenster brauchen wir dafür nicht blockieren. Wir können das direkt hier dran machen. Ja. Und man kommt hier auch wunderbar durch. Das finde ich gut. Nehmen wir mal ein paar Dinge weg. Das hier. Und das hier. Und dafür dürft ihr jetzt beide von hier aus dran gesetzt werden. Naja, eher von innen. Ist, glaube ich, angenehmer. So.
Dann mache ich das nur mit einem in der Mitte. Ja, ihr wisst gerade nicht, was es werden soll, ne? Das ist mir durchaus bewusst. Komm doch noch. Ich sag's doch. Vielleicht. Ich brauche mehr Falltüren. Ich würde sagen, dass eine Tür in der Mitte ein bisschen sinnvoller ist. Also eine Tür und viele, viele Falltüren, weil die Wände auch immer von dem Ding ausschließlich aus Falltüren bestehen werden. So, Werkus von Bank mitgenommen. Brauche ich noch irgendwas? Die Dinger. Ja, wobei. Ich möchte das ja eigentlich ja anders machen. Dafür brauche ich Mangrovenholz wieder, ne? Mangrove! Halt. Dafür nehme ich Lava mit. Nicht Wala, nicht Lava. So slawisch bist du nicht. Wir brauchen Mangrovenholz. Jep, das Plumpsklo kommt da hin. Beziehungsweise ein doppeltes. Das sind zwei Klos nebeneinander, die getrennt sind mit dem Balken, der da jetzt aktuell noch rumsteht, der auch da stehen bleiben wird. Genau. Der Balken steht auf dem Donnerbalken. Du mich auch. Nee, genau. Wir brauchen ja sowieso endlich mal irgendwas, wo man dann eben auch seinen Notruf verrichten kann. Ich meine, wir haben es hier im Dorf schon nicht. Oben an der Festung Harvest. An wie vielen Stellen? Zwei? Drei? Ja, auf jeden Fall an zwei Stellen. Ja. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Mangroves Holzschuss. Damit wir da ein richtig schönes Loch drin haben. Finde ich gut. Da. So, dann muss ich jetzt nur noch... Ja, Mau. Da muss ich jetzt nur hoffen, dass ich auch noch so ganz spontan ein bisschen Mangrovenholz finde. Ich meine, das müssten wir eigentlich hier liegen haben, irgendwo. Ich weiß mal nicht wo, aber das interessiert halt sowieso keinen Menschen. Holzer. Nein, nein. Zwei Stück. Mehr brauche ich nicht. Und für mehr als zwei haben wir da ohnehin keinen Platz. Aber dann könnte ich bei der Gelegenheit schon mal gucken, wie ich das hier mit dem Plumpsdichtklo gemacht habe. Gleich mal Lucky Lucky gemacht. Ja, gut. Sehr schön. Das heißt, dass wir eigentlich noch ein bisschen. Auch wenn das vielleicht eklig klingt, aber wir brauchen ein bisschen Potzkohl. Ach ja, genau. Einfach ein bisschen Potzkohl und grobe Erde. Wobei, ich glaube, ich würde es ausschließlich mit Potzkohl machen. Jetzt in dem Fall. Einmal wieder zurück. Die Hackspitze haben wir da. Wunderbar. Da können wir uns gleich ein bisschen Potzkohl ernten. Das Problem ist allerdings nur, dass ich kein Bett dabei habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, beeilen würde ich mal sagen. Ja, aber ich kann mich nicht schneller beeilen. Svala ist leider nicht ganz so schnell. Ja, ich weiß. Alles gut. Du brauchst nicht schnell sein. Du bist ein Pferd vom Bauernhof. Und wenn du ganz lieb und nett bist, dann kriegst du vielleicht noch einen Esel oder ein Maultier als Freund dazu. So, ich brauche ein bisschen Pott und ein bisschen Sol. Ja, eigentlich können wir es vielleicht von da unten mitnehmen. Oder? Ja, doch, gib mal her. Eins davon. Ja, das dauert überhaupt nicht lange. So, zwei Stück. Ja, genau genommen brauche ich ja nicht mehr. Das ist einfach bloß ein Potzkohl für jedes. Ja. Hä? Wo willst denn du hin? Der Fischer im Boot. Ja, das, du hast bloß irgendwie keine Beine mehr. Das würde mich ja belassen, wenn ich du wäre. Ich frage mich aber trotzdem, wer da hinkommt. Ist wahrscheinlich ein ehemaliger Dorfbewohner, beziehungsweise ein ehemaliger Arbeiter von dem Feld da oben. Also anders kann ich mir zumindest nicht erklären. Die sind da etwas... Ja. Aua. Genau, Aua sind die. Naja, die gehen da schon gerne mal auf Wanderschaft, habe ich mir sagen lassen.
Beziehungsweise haben wir ja schon festgestellt, dass die hin und wieder mal etwas. Ja. Verschwinden. Genau. So. Ja, was trinken. Wunderbar. Schöner heißer Tee. Freut mich. So. Pferdchen. Swala. Ups, ja, wo häng ich das wieder fest? Ach. Sehr schön, dann kann man sich jetzt endlich mal um das Plumpsklo kümmern. Ja, ich weiß, das Problem ist, wir haben immer noch keinen Spielebereich. Eigentlich wollte ich mich darum diese Folge kümmern und nicht um das Plumpsklo. Mann! Ja, das ist immer das Problem. Wenn man nicht weiter weiß, dann fängt man an, sich irgendwas anderem zu widmen. Ja. Punkt. Vielleicht fällt mir dabei so ganz spontan ein, wo man den Spielbereich hinsetzen kann. Ich glaube zwar nicht dran, aber die Hoffnung habe ich ja trotzdem. Ach ja. Was Nahrhaftes wäre vielleicht auch. Wobei, ich habe noch ein paar Äpfel. Nehmen wir die so lange. Die sind zwar nicht ganz so sättigend wie ein Brot, aber gut genug. So, Verkus von Bankhammer da. Aber noch keine Tür, die brauche ich auch noch. Ja, das sammle ich mir gleich auf. Ich brauche eine Tür. Na, und eine Fackel, so richtig schön da rein, aber die Scheiße anfängt zu stinken. Nein, da kommt wieder eine Laterne rein. Das stinkt in dem Kabuff schon mehr als genug. Was wollte ich jetzt? Ich wollte eine Türe mitnehmen. Na, vielleicht brauchen wir noch ein paar davon und davon, das weiß ich noch nicht, wird sich zeigen. So als Dekoration und so, ihr wisst. Aber jetzt erstmal rein in die Geschichte. Okay. Ja, dann muss dieser hier einmal. Nehmen wir vielleicht mal beide weg. Das kann auch wieder weg. Machen wir erstmal den Donnerbalken fertig, würde ich sagen. Klar, und die Werkbank kann hier auch erstmal hingestellt werden. Ich brauche noch ein paar mehr von den Falltüris. Warum habe ich. Ach ja, genau, das war da vom Baum. Falltüren und Falltüren und noch mehr Falltüren. Okay. Dann würde ich sagen, kann man hier den Code reinschmeißen. Genauso wie da. No, ja, es ist die Frage, noch tiefer oder eher weniger tiefer? Ja. Tiefer oder nicht? Na, eigentlich reicht das. Von der Tiefe her. Dann kann man den austauschen. Und zu Potshole machen. Und den auch nochmal. Ich weiß, es ist nicht sonderlich appetitlich, aber. Ja, das gehört halt dazu, ne? Auch wenn es kaum jemand macht, aber ich mach's. Ihr kennt's ja. Dann brauchen wir hier auch nochmal einen anderen Boden. Vielleicht Holz? Oder Stein? Da kommt erstmal noch so ein Ding ran. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ich bin sogar fast gewillt, hier ein Fass hinzusetzen, einfach damit man. Auch wenn man an das Fass niemals im Leben rangeht. Aber ist egal. Haben und nicht haben, ne? Ne, das hat einfach den Grund, dass man da denn da den umliegenden. Mit dem Beschlag hat man ja auch auf den Falltüren. Und ja auch ein Fass ebenso. Zumindest zum Teil. Einmal weg mit dir. Und einmal weg mit dir. Dann könnte ich das eigentlich darunter auch noch machen, ne? Ach egal, ich glaube die beiden Seiten reichen. So, dann geht der Beschlag einmal rum. Finde ich gut. Ich meine, klar, wir hätten natürlich auch die Wand einmal austauschen können an der Stelle, aber das ist egal. Passt schon, so wie es ist.
Huch. Dann das Ding da drauf. Da auch nochmal eine drauf. Und dann darf natürlich die Falte nicht vergessen werden da vorne. Und hier auch. Ah, wunderschön. Würde ich sagen. Ich weiß nicht. Nee. Das wird zu viel. Das Schild gefällt mir da, glaube ich, besser an der Stelle. Ja, wunderbar. Ich brauche natürlich auch was richtig Geschlossenes und nicht, das ist ja eher was Halbes und nicht Halbes und nicht Ganzes hier an dieser Stelle. Dann würde ich die Beine, glaube ich, mal zu ganzen Blöcken machen. Damit es richtig geschlossen ist. Genau so hier. Hier ist zwar theoretisch ganz geschlossen, aber die Decke sollte schon in beiden Fällen gleich sein. Und dann kann man auch das Ding hier vielleicht nochmal austauschen, wenn man das denn möchte. Zum ganzen Block. Hat man da keine Luke, die da rausguckt. Also. Schönes, reines, feines Dach. Da kann man die Treppe nochmal darum setzen. Eigentlich kann man die beiden Falten noch wegnehmen. Und die Treppe ganz rumsetzen, dass sie daran geht. So. Wunderbar. Das ist jetzt wirklich nur für das Plumpsklo hier. Gut. Dann ein paar Fackeln bitte. Nicht Fackeln, sondern Falltüren hier an die Seite. Ja, tatsächlich glaube ich, dass es am sinnigsten ist, wenn die einmal bis ganz hoch gehen. Genau, 6 Stück für da. Dann brauche ich für die andere Seite auch nochmal 6. Dankeschön. Die Torch auch nochmal weg, aber dann würde ich jetzt erstmal die Laterne, das Fackel da hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar, auch auf dem Donnerbalken soll man sich wohlfühlen können. Ach, ist das eklig. Und die Laterne? Ich setze mir das mal oben hin. Da muss ich ja natürlich weg, damit wir da eine Laterne pflanzen können, aber das ist okay. Man kann natürlich sogar überlegen, ob man das Ding da nochmal hinpflanzt und auf die andere Seite auch nochmal ein. Wir brauchen ohnehin noch ein paar weitere Falltüren. Okay, das waren zwar ein paar viele, aber wen interessiert? Da nochmal einen ran, dann kommt da die Falter, Laterne. Mhm. Und das würde ich so weit lassen, die Balken. Die können so bleiben. Da kann man jetzt sowieso nicht mehr dran setzen. Das heißt, man könnte ja eigentlich auch überlegen, ob man da einfach ein paar Fässer nochmal hinstellt. Also, dass diese beiden Dinger einfach nochmal Fässer sind, das wäre, glaube ich, auch machbar. Ja, ist halt ein bisschen schade, dass das Ding nach unten aufgeht. Dann würde ich dann nämlich da auch nochmal eine Falltür hinsetzen. Aber würde ich das jetzt einen weiter nach oben setzen, dann wäre das einfach zu viel des Guten. Dann wäre das zu hoch. Ich brauche nochmal Fässer. 2 Stück. 1, 2, 4. So. Ein Fass. Da. Das ist kein Fass. Das ist ein Fass. Genau. Und das hier ist ein Fass. Gut. Dann machen wir hier noch irgendwie... Ah nee, verdammt. Ich kann ja jetzt gar keine Wand richtig reinziehen wegen dem Ding. Okay. Gut, ich kann die Wand natürlich auch von außen machen.
Ich weiß auch nicht so recht, wenn ich ehrlich bin. Hat aber was mit der Tür zu tun. Möchte die nämlich jetzt eigentlich ungern auf den Block da setzen. Ich meine, ich kann die natürlich auch so ein bisschen reinstellen, das ist richtig. Aber irgendwie wirkt das Ding trotzdem komisch, oder? Vielleicht mache ich das auch so, dass die beiden außen sind. Und die beiden wie die Tür innen. Und dann kann ich da nämlich noch ein paar Zäune hinsetzen als Dekoration, ihr wisst. So, mal auf das Ding. Dann noch ein paar Zäune raus. Die hier. Ja, ich glaube, das kann man so durchgehen lassen. Dann kann man sich auch noch überlegen, ob man hier auch noch erstmal eine Runde schlafen geht. Eichenfalltüren reinsetzt als Fenster. Ich weiß, Plumpsklo und Fenster braucht man nicht unbedingt, aber wäre, glaube ich, schon ganz gut, wenn man das nochmal entlüften könnte, manchmal hin und wieder. Wo ist das Bett schon wieder? Achso. Da würde ich dann aber auch gleich direkt ein paar Banner drauf immer vorsetzen. Als Vorhang quasi. Das heißt, dass man auch gar nicht rausgucken kann. In der Hoffnung, dass jetzt... Ja doch, mache ich dann von innen, genau. Passt soweit, müsste eigentlich funktionieren. Ist ja nur die Frage, welche Farbe von Banner. Irgendwas richtig hart gestreift ist, damit wir auch ein bisschen Farbe drin haben. Grau-weiß gestreift. Nee. Grün-weiß gestreift. Ja, ist grün. Ist egal. Wir haben Zeug. Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Weiche Farbe haben wir auch noch irgendwo. Das ist zwar Knochus Melus, aber können wir noch die Farbe dafür nehmen? Da haben wir das Ding. Ja, vielleicht soll ich mir erstmal zwei Banner herstellen. Ich weiß, dass ich jetzt auch ein bisschen Farbe sparen könnte, wenn ich wollte, aber ich will es nicht. Genau. Okay, ein ganz einfaches Muster. Das hier. Ja, ich hätte euch eine Banner jetzt einmal kopieren können. Dementsprechend hätte ich als eine weiße Farbe gespart, eigentlich. Aber, nee, brauche ich nicht. Gut. Ach ja, genau. Die beiden Eichenfalltüren fehlen dann noch für die... fürs Fenster. Als Fensteröffnung. Habe ich hier noch welche drin? Ich sehe keine. Dann habe ich vermutlich auch keine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Asset. Gut. Dann können die raus und die rein. Und wenn wir schon mal dabei sind, auch noch gleich eine Laterne. 1, 2, 8. Sehr gut. Es wird. Dann hatte ich Plumps gleich endlich seinen Ort gefunden. Ihr seht das Problem. Da ist das Ding hervor. Gut, hier könnte ich dann sowieso kein Licht dran setzen. Ja gut, ich kann natürlich die auch notfalls erstmal wegnehmen. Den hier. Und den hier. Wenn ich das Maus wahrscheinlich richtig gruselig aussehen wird. Wo ist denn jetzt das? Da ist es. Ja, vielleicht hat man es von außen sowieso nicht gesehen, also das passt ja nicht. So. Dann hat man da zwei Fenster dran. Kann man den Leuten beim Notdurftverrichten zugucken. Ja, muss man aber nicht unbedingt. Man kann aber vorhin oder vorhin. So. Jetzt nur noch nicht. Ja, vielleicht gehen wir hin und hängen einer der beiden Vorhänge nach außen.
da man trotzdem noch mal reingucken kann. So. Das ist jetzt zwar etwas seltsam. Nimm ich vielleicht auch erstmal einfach mal weg. Ist okay. Ja. Dann wurde da einer auf die Seite geschoben. Kann man, denke ich mal, machen. Sehr fein. Aber nichtsdestotrotz fehlt uns jetzt noch ein bisschen der Fußboden und der Belag hier drin. Nachdem wir die Laterne reingesetzt haben. Die fangen keinen raus. Und, naja, ihr wisst ja auch, was ich für ein Problem damit habe, wenn hier keine Pflanze drin steht. Da macht doch eine rein. Oder vielleicht sogar zwei. Eine in jede Richtung, eine auf jede Seite. Also eine richtig schöne Scheißhauspflanze. Wer kennt sie? Nicht. Die Scheißhauspflanzen. Ja, vielleicht zwei Fahren jeweils in die Ecke und dann hat sich das auch schon mal soweit. Ich brauche einmal Blumenpot. 1, 2, 6. Und zwei Fähnchen. Dankeschönchen. Okay. Aber nichtsdestotrotz fehlt noch der Boden. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob ich ihn wirklich aus Holz machen möchte, weil das ja einfach too much ist. Machen wir auch Stein. Ein schöner kalter Steinboden. Und wenn ich übertreibe, dann lege ich da einen kleinen Teppich rein. Nee, das muss nicht sein. Andererseits, sonst werden noch die Füße noch kalt. Das muss, glaube ich, auch nicht sein. Ja, dann legen wir vielleicht auch einen kleinen Teppich hin. Einen schönen braunen Teppich. Aber nur direkt vorne. Das heißt, ich will das jetzt auch nicht aus Teppich machen, sondern aus Wolle. Wegen den Schildern, die noch direkt davor sind. Genau, und dann kann man den Rest aus Steinziegeln machen. Kann natürlich auch sein, dass wir die Wolle dann noch wieder wegnehmen, weil es mir dann am Ende doch nicht gefällt. Das wird sich gleich zeigen. Aber gucken kann man da trotzdem. Ist auf jeden Fall richtig schlimm, wenn man irgendwie ganz dringend muss und aus dem Wohnhaus erstmal hier hinten hinrennen muss, über den halben Hof. Beziehungsweise den ganzen Hof ja eigentlich eher. Naja, aber gut, das ist halt nicht mein Problem. Die sich den Bauernhof so geplant haben, hätten das früher bedenken sollen, müssen, können. Okay, dann brauche ich nochmal Zeug. Da auch nochmal. Ah, schön. Ja, wirklich, auch wäre es noch aus Holz geworden. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ja, und so haben wir jetzt ein richtig schönes, kleines und eigentlich viel zu gemütliches Scheißhaus. Aber hey, warum auch nicht? Glaubt man gar nicht, dass es sowas drin ist. Das hätte auch irgendwie ein Geräteschuppen sein können. Nein, es ist ein Plumpsklo. Mit Original Plumps im Klo. Ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich mit dem... mit der Wolle da an der Seite, aber hey. Ja. Muss ich da noch irgendwas drauflegen? Irgendwelches Klopapier-ähnliches Zeug? Ja, was nimmt man denn da am besten? Zwei Item-Frames mit. Ja, vielleicht wirklich einfach Wolle, oder? Weiße Wolle? Auch wenn man damals jetzt nicht unbedingt dieses Klopapier hatte, was wir jetzt haben, das hat man ja anders bewerkstelligt. Aber wir können es ja trotzdem machen. Wolle, 1, 2. Und dann bitte zwei von den wunderbaren Ledere. Dankeschön. Und dann wollen wir noch was Dings. Sehr schön. Einmal Stöckers. Dann haben wir da auch gleich unser Klopapier drin.
Ich bin gerade die ganze Zeit, während ich das Ding baue, am Überlegen, wie ich das jetzt mit der Schmiede handhabe. Wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde, ich bin schon wieder eine halbe Stunde um, beziehungsweise die Folge ist jetzt schon wieder zur Hälfte um. Und was habe ich gesetzt? Klopapier. Ah. Ja. Kann man, denke ich mal, so lassen. Ich glaube, man kann erkennen, was es sein soll. Aber es geht eigentlich um die Schmiede. Die haben wir immer noch nicht dran. Ach, Mann. Ja, ist mir noch nicht eingefallen, wo ich jetzt die Schmiede am besten hinsetzen kann. Also ursprünglich war das Kabuff da jetzt an dieser Stelle hier überlegt. Allerdings möchte ich hier noch den Zaun, beziehungsweise die Mauer, wie auch immer man das es nennen möchte, die leichte Abgrenzung zu dem zum Waschhaus machen. Und das wäre ein bisschen seltsam, wenn man da jedes Mal im Stinkebereich vorbeigehen muss. Aber ich weiche jetzt wieder vom Thema ab. Wir brauchen Platz für den Spielebereich. Und ein Bettchen, in dem wir schlafen können, beziehungsweise die Nacht. Der Schmiedebereich muss ja nicht groß sein. Ich meine, den würden wir heute sowieso nicht fertig kriegen, aber hier dran? Ah, nee. Das wird mir nicht so gefallen. Da beim Waschhaus noch viel weniger, das wird nicht funktionieren. Ich meine, klar, wir könnten den Schmiedebereich natürlich auch direkt darunter machen. Jetzt mal ohne Scheiß. Könnte man wirklich ohne Probleme machen, weil die Tiere ja sowieso wegkommen. Okay, wir haben den Schmiedebereich gefunden. Yay. Der ist dann einfach direkt unter der Terrasse. Ja, wobei das ja auch nicht so toll ist, ne? Der ganze. Ja, wobei. Ich glaube, den Spielebereich kann man trotzdem hier hinsetzen. Und das Ding. Oder nicht? Brunnen mit Baum. Feld und Weide. Und hier oben, ja, hier hochzugehen, um in den Spielebereich zu kommen, das ist, glaube ich. Na. Das wäre so ein bisschen abseits, wenn ihr mich fragt. Also, das glaube ich, wäre nicht so toll. Ja, die Tiere werden einmal umgelagert. Das wäre ein Spaß. Ich meine, gut, notfalls. Gibt's die Axt? Ja, gut, dann eher das Schwert. Ja, klar, bis auf zwei Kühe. Kann man das ja wunderbar so machen. Ja, wo setzen wir denn jetzt die vorübergehende Koppel hin? Weide, ja, ich und Koppel. Ja, meinetwegen hier dran. Wie gesagt, das ist sowieso bloß vorübergehend. Die richtige Weide kommt dann zwar auch hier später irgendwann hin, aber wie gesagt, noch habe ich noch keinen genauen Plan im Köp. Ja, wobei, nur mit Zaun wäre es sinnvoller. Wir haben zwar noch Zauntore. Aber, ach, wobei, ist eigentlich auch egal. Machen wir hier hinten einmal noch dicht. Ist ja sowieso bloß ein Provisorium. Ja. Okay, ihr Tierchen, ihr dürft euch einmal umziehen. Ein paar von euch zumindest. Das heißt, ich will noch mal ein paar Leinen mit, ja, wobei ich kann auch erstmal.
Lass mal nicht, nämlich die Schweine mit hier. Die haben Schwein gehabt. Die müssen da nicht wieder rein. Okay, die waren sowieso nie drin. Na komm. Ja. Ja, der Schweinestall wird auch noch was Lustiges, wenn ich den baue, beziehungsweise das... Ja, doch, Schweinestall. Der wird richtig schön schweinisch, genau. Und da hänge ich einen Kopf von euch über die Tür. Nein, so böse bin ich nicht. Oder? Ja, ein Schweinskopf, das wäre eher was für den Metzger. Für die Fleischerei. Wie viele Schafe sind jetzt eigentlich mittlerweile drin? Beide, okay. Ja, wie mache ich das jetzt mit dem Geflügel? Komm mal mit. Das andere Geflügel steckt da drin, das ist irgendwie nicht so fein. Du darfst. Hab ich eigentlich noch? Ja. Ich glaube, dass ich die Tiere doch eigentlich wieder anflocke. Und die Schweine hier auch nochmal. Dass die gar nicht direkt an diesem Zaun dran sind. Falls ich dann irgendwelche Tiere vermehre und dann aus Versehen drauf drücke. Muss ja noch nicht sein. Genau. Habe ich noch ein Zauntor auf Tisch? Negativ. Ist okay. Tja. Was mache ich jetzt mit dir, Geflügel? Du hast ein Ei gelegt. Findest du es jetzt toll, dass du ein Ei gelegt hast, oder was? Man, lass mich doch mal wieder hier raus, ey. Vielleicht sollte ich auch erstmal ein paar. Naja, eigentlich sollte ich erstmal die Schafe weg, ne, bevor ich hier. Schlachter spiele. Metzger, wie auch immer. Egal. Ach ja, dann kann ich auch ein paar Sachen dabei reparieren. Ja, geht doch gut. Wunderbar. Vielleicht lässt die eine oder andere Kuh noch einen Kopf für mich fallen. Wenn ich ganz lieb frage. Halt. Dann würde ich jetzt weiter reparieren. Die Hackstimpitze. Ja, wunderbar. Das will ich sehen. Die Kühe sterben. Aber nur hier. Oh, so, wir haben sogar schon zwei Hühner hier drin. Finde ich gut. Das Ding kommt jetzt raus. Wo ist. Da ist der Schild. Sehr gut, ich brauche nur zwei Kühe, der Rest kann über die Wupper gehen. Genau. Wobei. Ja, sagen wir mal vier. Du darfst auch mal weichen. Dankeschön. Und kein Kühkopf, obé. Schade. Okay, aber jetzt brauche ich erstmal wieder ein bisschen hier Leinenzeug. Da haben wir sie. Das Ding kann erstmal raus. Damit war, glaube ich, mal ein Schaf angebunden, wenn mich nicht alles täuscht. Axt, wo bist du? Da bist du. Schwerter brauche ich jetzt nicht mehr. Komm, Geflügel. Und Geflügel. Ich weiß, erstmal das unnötige Ding. Richtig. Komm. Put. Und du legst verschreckt gleich wieder ein Ei. Ja, das ist fein. Nimm ich gerne mit. So, und bevor jetzt die Kühe anfangen, mir meine Felder zu zertreten, werden sie direkt mal eingesackt. Und du auch da oben. Komm mal mit. Nee, richtig runter hier. Runter. Komm mal her. Danke. Und dann schließen holen wir uns mal die Schafe ran. Dann sind wir damit auch durch. Ah, die rumgestampfe. Toll. Klingt überhaupt nicht schwerfällig. Na kommt.
Immer noch fliegt meine Schafe mit und dann können die Schafe und die Kühe auch wieder. Ja, wobei die Schafe kann ich auch außen dran binden und die Kühe lasse ich da drinnen. Ja, kann man machen. Dann kriegen die Schafe hier jetzt auch nochmal einen Flock. Ja, Quark, Quark, Quark. Vor allem auch Quark bei Hühnern. Einmal du. Und einmal du. Upsala. Entschuldigung, das war jetzt nicht meine Absicht. Ist das eigentlich ein hellgraues oder ein normal graues Schaf? Ja, hat was mit der Zucht zu tun. Und wenn ich die vermehre. Na, ran da. Sehr gut. Na, nicht Mo. Jetzt könnt ihr so viel rummuhen, wie ihr wollt. Irgendwann habt ihr nochmal einen ordentlichen Stall. Ja, jetzt werdet ihr zwar ein bisschen nass. Ihr alle, aber das ist nicht mein Problem. Solange ihr nicht weglauft, könnt ihr gerne da bleiben. Ich brauche den Platz hier hinten für eine Schmiede. Auch wenn man da eher überlegen sollte, ob man vielleicht erstmal die Mauer weiterzieht, bevor man hier in den Spielbereich reinzieht. Schmiede direkt neben der Küche. Ja, so soll es sein. Was aber nicht so sein soll, ist der ganze Kram hier in der Tasche. Das ist jetzt ein bisschen too much. Das Gedöns kann darin. Der Teppich auch. Der Pflanzenkram auch. Das Bienennest muss ich wohl nach wie vor auf Tasche behalten. Nee, da wollte ich ran, dankeschön. Ja, wir können uns vielleicht mal ein bisschen Fleisch durchbraten. Andererseits mache ich das eigentlich immer eher offscreen, weil ich das im Ofen mache. Quatsch, nicht im Ofen mache, sondern hier über dem Lagerfeuer. Naja. Machen wir vielleicht mal da ein bisschen was rein. Und dann, wenn wir schon mal hier sind, kann man auch noch gleich die Eier wegtun. Da geht's weiter. Sehr gut. So, dann klatschen wir mal meine Eier hier in das Fass. Wunderbar. Oh, die grüne Wolle haben wir auch noch auf Tasche. Ja, die sollte vielleicht auch nochmal bei Zeiten weg. Nein, das war nicht heiß. Überhaupt nicht. Ihr lügt. Das muss jetzt auch alles weit durch sein. Okay. Wie viel haben wir jetzt? Wunderbar, passt. Die letzten sind hier auf der Seite. Aber erstmal schlafen nochmal eine Runde. Hopp in die Haie. Nochmal was trinken. Wunderbar. Und dann ist auch das letzte Fleisch durchgebraten. Da ist das Steak. Steak. Genau, da ist der Steak. Hält auch schön lange, das ist gut. Upsala. Okay. Ja. Da habe ich noch einen Zaun vergessen. Da stand noch ein Zaunpfahl. Andererseits kann ich den Spielbereich trotzdem reinsetzen, ohne dass ja die Mauer weitergezogen wird. Man will ja auch nochmal irgendwann an dem Spielbereich vorbeigehen, also ich werde die Schmiede jetzt nicht mit an die Mauer dran setzen, sondern wirklich postieren das in diese kleine Ecke. Hier waren zwar ursprünglich Kisten und so ein Kram in Überlegung, aber man kann auch direkt an dem Spielbereich vorbeigehen, um ins Haus zu kommen. Ja, das ist okay. Okay. Ja. Dann kann das Fleisch hier nochmal zurück in das. In die Speisekammer. Schön rein. So. Sehr gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade so ein bisschen die Schmiedebereich aufschiebe. Ja, so ein bisschen. Schon, ja. Der Kram kann weg.
Dann hätte ich hier noch ein bisschen Wolle, die da rein möchte. Die will da rein. Oh, darf sie nicht. Würde mich ja belassen, wenn ich die Wolle wäre. Dann behalte ich sie eben auf Tasche. Der Kram kann da erstmal rinnen und die ganze Erde kann hier wieder rein. Vor allem auch wieder. Ne? Erstmal wegsortieren den ganzen Kram. Halt, da haben wir noch Fichtenfalltüren und einen Fichtenzaun. Und da oben kann dann das hier nochmal rein. Gut. Wie handhaben wir das jetzt mit dem Schmiedebereich? Was für einen Boden setzen wir da rein? Andesit und Kies. Ja, Andesit und Kies. Klingt doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Haben wir doch eigentlich noch hier irgendwo. Da haben wir Kies und da haben wir Andesit. Das level ich auch gar nicht. Eine Schaufel haben wir hier noch irgendwo. Achso, die habe ich auf Tasche. Gut. Kann man schon mal ein bisschen was vorbereiten. Ich auch nochmal weg. Ja, ich bin gerade am überlegen, wie wir das jetzt genau handhaben mit der Größe von dem Ding, weil ich ein bisschen austragen kann man das ja auch. Ich setze mal da vielleicht nochmal einen hin. Und hier beispielsweise nochmal. Würde ich hier vielleicht noch mal zwei rausgehen und dann. Ja, das passt soweit. Okay. Ein bisschen Andesit hier reingelegt und dann kann man den Rest gleich mit Kies auffüllen. Okay. Das sollte passen. Schön einfach, ich weiß. Aber das ist jetzt nur der Boden von der Schmiede. Hätte man natürlich auch Stein nehmen können, aber ich glaube, hier auf dem Bauernhof ist es, glaube ich. Eigentlich ist es vollkommen egal, ob das jetzt sinniger ist oder nicht. Ja, da wird ein wunderschöner kleiner Schmiedebereich einziehen. Ist dann natürlich doch noch die Frage, wo wir den Schmiedeofen hinsetzen. Die Esse. Ich meine, das Hörk muss ja eigentlich irgendwie rausziehen, ne? Ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Moment. Kann ich da nochmal einen Schornstein durchziehen durch das? Na, nee, da ist die Tür. Ja, wird sowieso nicht wirklich viel Sinn machen. Ah, Mist. Gut, dann wird das einfach bloß ein Schmiedeofen ohne Schornstein. Geht auch. Ist extrem doll. Qualmt die Esse nur auch nicht. Passt schon. Und das ist jetzt wirklich bloß eine Schmiede, keine Schmelze. Bei einer Schmelze wäre es wieder was anderes. Ja, dann brauchen wir einen Amboss und vielleicht generell erstmal ein bisschen Gerät und vielleicht auch erstmal die Esse. Soll helfen. Wo setzen wir die hin? Vielleicht an diese Stelle. Ja, ich glaube, hier wäre so ein kleiner Schmiedeofen gar nicht so schlecht. Den könnte man vielleicht auch zwei breit machen. Und noch ein tiefer. Da unten muss dann die Lagerfeuer hin. Damit die Esse nicht ganz überqualmt. Richtig. Noch nein. Ist es dann jetzt wenigstens ein Gewitter, damit sich der Weg auch lohnt? Natürlich nicht. Wie kann es auch anders sein? Okay. Magma oder Lava oder sonst was habe ich jetzt nicht hier, oder? Nee, warum sollte ich auch? Swala? Wir müssen gleich los. Zwei Lagerfeuer haben wir aber schon mal da, das ist fein. Das
Sehr gut. Ja, finde ich gut. So, Schwala, wir beide, genau, du und ich, werden jetzt mal eben... Ach, ich habe hier Flint. Was soll ich jetzt mit dem Flint, wo soll ich den wieder hin tun? Hier haben wir gar keinen Platz dafür. Anders, ja, jetzt nehmen wir das mal wieder raus, da kommt das Zeug hin. Wir brauchen mal eben ein bisschen Magma. Und ein bisschen Block. Weißt du zufällig, wo die liegen? Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich bin gerade nämlich auch am Überlegen, wo jetzt der ganze Kram rumliegen könnte, müsste, sollte. Wo liegt Magma? Habe ich unten noch welches? Oder muss ich dafür jetzt auch wieder hochrennen? Im Zweifelsfall gehe ich eine Runde auf Tauchstation. Ich glaube nämlich, dass hier gar nicht unweit von Gräfensteindorf ein bisschen was sein müsste, könnte, sollte. Ah, nee, Moment. Das Magma habe ich, glaube ich, als Netherblock. Lass mich da mal hoch, dann könnt ihr da hinten nämlich was drin liegen, vielleicht. Ja, wunderbar. Vielleicht ein bisschen dunkles Gestein, Tiefenschiefer oder sowas. Ich muss doch hier irgendwo noch Schiefentiefer haben, oder nicht? Ja, wenn, dann liegt das, glaube ich, eher unten. Nein, nein, nein. Nein. Ja, wunderbar. Ist sogar Bruchstein. Schiefentiefer. Wunderbar. Ja, für den Schmiedeofen. Jetzt gibt es das Gewitter. Ja, toll, danke. Vorhin, als ich schlafen wollte, wollte ich nicht. Und jetzt... Wer weiß, wo der Blitz wieder eingeschlagen ist. Aua. Jetzt brenne ich hier auch noch. Was soll denn das? Oh, ein Skelett. Ich verbrenne jetzt. Ich sterbe. Warum brenne ich so lange? Ist ja grauenvoll. Sehr gut. Erfolgreiche Flucht. Jetzt muss ich irgendwie mich um das Skelett kümmern. Na, wo bist du denn? Du hässliches Viech. Du bringst mich nicht mit dem Dorfbewohner um. Ich weiß, dass du wahrscheinlich ohnehin schon, aber... Ey! Ist aber gut hier. Geschieht dir recht. Der Rest lebt noch? Ist halt die Frage, welchen Rest, ne? Ich meine, ich habe einen Kopf im Gesicht, Ein Pfeil im Kopf. Ein Kopf im Gesicht, ey, jetzt geht's auch echt los. Ja, ich hab's verstanden. Ich hör auf zu reden. Macht eigentlich keinen Sinn. Kommt nur Müll bei raus, richtig. Oh, Mann. Ja, fein. Dann kann man sich da so einen kleinen Schmiedebereich schmieden. Okay, wer weiß, was ich da gerade wieder gesehen habe. Auf jeden Fall kein Schmiedebereich. Richtig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber ich finde die Allee hier immer noch wunderbar. Richtig toll. Und wenn der Bauernhof erstmal fertig ist, dann ist der Bauernhof fertig. Danke, danke. Gut. Dann versuchen wir erstmal irgendwie einen kleinen Ofi hier hinzusetzen. Ich habe da noch Schiefentiefer hier. Ich hätte gar nicht losgemusst, ich habe da noch genug. Na ja, gut, das hätte ich aber umarbeiten müssen, darauf habe ich auch keine Lust. Ich könnte sogar die da hinten jetzt wegnehmen aus der Wand.
und mich anbrutzeln lassen. Richtig. So, einmal durch. Ne, ich kümmere mich eigentlich eher darum, dass ich jetzt sonst halt nochmal dran setzen kann. Aha. Und dann kann da gerne der Trockenbeton wieder drauf. Ja, vielleicht nochmal zwei von den gemeißelten Dingern. Dafür brauche ich jetzt aber mal eben die steinerne Säge und das Bett nehme ich vielleicht auch mal bei der Gelegenheit mit. Einmal dich und einmal dich und die Werkus von Bank kann da auch mal eingetütet werden. Dann schmieden wir uns jetzt einen Schmiedeofen hin. So, Werkbank. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt zwei hinsetze. Fragt man anders. Ah ne, ich wollte ein paar Dinge setzen hier. Die gemeißelten. Ein rechts und ein links. Davor kann man dann eigentlich wieder wunderbar zwei Dinger setzen. Zwei Eisenfalltüren. Wie viel Eisen brauche ich für eine Eisenfalltür? Das waren noch plus 4, oder? Ja. Gut. Dann haben wir schon mal zwei Eisenfalltüren. Dann brauchen wir noch zwei Redstone Torches. Habe ich noch? Nein, habe ich gerade nicht. Dann haben wir die beiden hier. Gut, Knut. Dann würde ich da ganz gerne mal den Boden aufreißen. Genau. Hier. Und hier. Und da. Und dort. Da kommen die beiden da ran. Ah, nee, Quatsch. Ich muss ja noch tiefer. Nee, Blödsinn. Muss ich nicht. Ich kann jetzt eben nur kein Ding mehr draufsetzen. Kein Kies. Aber das ist okay, machen wir das so. Wunderbar. Dann hätte ich jetzt ganz gerne nochmal zwei Mauern und dann müssten wir eigentlich das Ding auch nochmal austauschen. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Die müssen dann zwar nicht so gemeißelt sein, aber zumindest tiefenschieferig. Ja, so nennt man das. Nehmen wir die hier. Zwei davon. Und dann auch nochmal zwei Mauern, bitte. Aus dem gleichen Material. Nicht Fliesen, sondern die hier. Die da dran. Da kann man hier den Kram dran setzen. Der da weg. Ja, wir machen es einfach wirklich ganz einfach. Genau, wir machen es einfach. Wir machen es einfach, einfach. Einfach, einfach. Noch einfacher geht's doch kaum. Aber es erfüllt seinen Zweck. Und es reicht auch theoretisch. Kann ich noch überlegen, ob man da oben drauf nochmal zwei Mauern setzt. Einfach weil man es kann. Und weil es vielleicht sogar gut aussehen könnte. Unter Umständen. Die hier. Der ist halt schon sehr platt alles, ne? Das ist mir durchaus bewusst. Ja, aber es reicht eigentlich als Schmiedeofen. Kann man so lassen. Die Torch einmal weg. Ja, wobei, dann ist es zu dunkel. Dann lassen wir dich erstmal noch dran. Okay. Aber ich würde sagen, um den Rest des Schmiedebereiches kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Und wer weiß, worum noch. Das wird sich dann einfach zeigen. Lasst euch überraschen. Ja, Punkt. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch die Folge soweit gefallen hat und euch gefällt hoffentlich auch der Schmiedebereich. Ist ja auch so viel da aktuell. Ja doch. Also der Schmiedebereich hier. Und vor allem das Plumpsklo hier hinten. Ja, und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, ihr könnt jetzt auch wieder rausgehen. Ich brauche euch hier nicht. Ich mache das gerne, wenn ich meine Ruhe habe. Dankeschön.